Riesenklotz ist. Heftig. Ja, da hätte ich vielleicht vorher drauf gucken sollen. Verdammt. Okay. Gut. Alles mit diesem Magnetgrip. Komm halt her. Das war jetzt ziemlich viel Verschwendung. Haben die überhaupt was droppt? Haben die was gedroppt? Nein, Isaac braucht ja nichts. It's time. Ja, dass irgendwas hier rauskommt. Ja, auch sehr nett. Ich gehe mal in die Ecke. Ein Schema. Impulsprojektile. Schön. Ah, ja. It's time. Es ist an der Zeit. Aber wenn ich nach draußen gehe, kommt bestimmt wieder irgendwas. Kommt, überrascht mich. Flop. Okay, dann benutzen wir jetzt mal den Energieknoten, um da hinten das Türchen aufzumachen. Was da auch immer drin sein mag. Toll. Ach so, doch was. Der Halbleiter übergibt. Diese ganzen Lüftungsschächte. Sie haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Mathias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Mathias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Ah. Ich bin ja nie ein sonderlicher Freund von großen religiösen Geschwafel. Na. Ach je. Da reist man ins Universum, um einen Textlog zu finden. Nein. Man reist ins Universum, um andere Menschen zu retten. Ferne Internetstation namens Ishimura. Und was ist? Man hat mit religiösen Fanatikern zu tun. Dr. Warwick B. Heftig. Also wie gesagt, wenn ihr das alles lesen wollt, dann könnt ihr zwischendurch einfach stoppen. Ihr könnt einfach den Pause-Knopf drücken. Ich habe sowas nicht. Und ich habe keine Lust, ständig mir das alles on-screen durchzulesen. Das könnt ihr, wie gesagt, nicht off-screen, ich mache das off-screen. Aber ihr könnt das einfach durchlesen, wenn Pause-Button gedrückt ist. Dann bleibt das Bild ja schön stehen. Und die Qualität vom Video sollte ausreichen, dass ihr das alles
problemlos lesen könnt. Britzel, Britzel. Was? Wo? Gesehen. Das waren, glaube ich, 2 Schüsse zu viel. Egal. Besser 2 Schüsse zu viel als 2 zu wenig. Tschuit, tschuit. Und wir schießen es auf. Kommt man überhaupt da durch, wenn man keine Munition mehr hat? Dann ist man doch übelst aufgeschmissen. Okay, man kann sich Munition kaufen, aber... Und weiter geht's. Therapiebereich, nur für autorisiertes Personal. Wie immer. Aber das Symbol ist lustig. Zero G. Ach, keine Gravitation. Interessant. Was die hier überall dran gekritzelt haben, dass das keiner wegmacht. Forschungslabor und Therapiebereich. Ab. Wow, 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 wow. Okay. Ja, dann lass mich rumlaufen. Was ist das? Ist das die Bombe? Ne, Luftkanister. Ach, wie still das hier alles ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Stille gleich auch nicht mehr so... Hallo? Still sein wird. Aber die 40 Sekunden... die eine... Ne, 70 Sekunden habe ich. Und ja, ja. Spack nicht ab, du hast noch nur über eine halbe Minute. Ach, komm rein. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Zero Gravity Therapy Room. Warum für Therapie? Aha, aha. Ich weiß zwar nicht, wofür das als Therapie gut sein soll, aber... Immerhin. Was man nicht alles versucht. Laut. Guten Tag. Da direkt hin. Anscheinend nicht. Juhu. Kann noch an der Wand laufen. Kann ich auch einfach... Nee, dafür muss ich schon springen, oder wie? Aha. Nein, hier gebleibt. Oh Gott. Das wäre es jetzt, wenn der auf die andere Seite geflogen wäre. Ist hier sonst noch irgendwas? Noch eins? Hä? Sind doch 2 drin. Wofür ist hier? Soll mich erstmal nicht interessieren. Was das für ein komischer Therapieraum ist. Egal. Sieht auch wieder sehr schmackhaft aus. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, das sehe ich. Aber wahrscheinlich nur hier für diesen Raum. Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ohne Gravitation wird das doch bestimmt lustig. Probieren wir es aus.
mal drauf. Kopf abgetrennt, Schwanz abgetrennt und mach noch weiter. Eintritt Schwerelosigkeit. Interessant. Ich wünsche einen guten Tag. Ich habe genauso viel gefressen. Da seht ihr mal, wie schön die Grafik ist. Doc. Headnut. Give me five. Hat der eigentlich auch irgendwas getroffen? Wenn ja, dann komme ich da doch jetzt gar nicht dran. Oder? Hast du was gedroppt, Kollege?